Für Studi, Oma, Opa, Kind und Kegel. Die VBW hat für jeden das passende Zuhause. VBW. Bauen und Wohnen. Es mutet ein wenig an wie eine Ausstellung im Kunstmuseum. Eine Ausstellung mit Bildern aus Bochum, Sehenswürdigkeiten aus Bochum. Oder gibt es mitten in der Stadt einen Aussichtspunkt, wo man rausschauen kann durch kleine Schlitze? Ja, es gibt diesen Punkt, den Schlegelturm. 58 Meter hoch. Ein Hauch von Nostalgie weht durch die Spitze des Turmes. 1927 erbaut, war es einmal ein Malzsilo der Brauerei. Noch heute erinnern Rohre und Schütten an die alte Nutzung. Erst war es die Schlegel, später dann die Schultheißbrauerei. Noch eine Etage höher landet man im ehemals guten Stübchen. Hier empfing der Brauereivorstand zum Umtrunk und zum schönen Ausblick. Zum Beispiel auf diese kleine Oase mitten in der Innenstadt. Abgeschirmt von den Wohneinheiten liegt hier das grüne Herz der Siedlung am Schlegelturm. Stockrosen, Lavendel und Lilien, wie in einer kleinen Gartenschau. Ja, so sieht das aus, wie eine Schrebergartenanlage, kann man praktisch sagen. Sagt der Mann mit dem Hut, der hier durch die Anlage streift. Wolfgang Elsen, Hausmeister, Faktotum, Mädchen für alles in der VBW-Siedlung am Schlegelturm. Schon optisch ein Original. Wenn man sich einen Hausmeister backen würde, dann käme wohl ein Wolfgang Elsen heraus. Hausmeister ist er nun seit 3 Jahren, seine zweite berufliche Karriere. Ich bin ja Rentner. Ich war 36 Jahre im Fahrbetrieb der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn. Und das hat mir irgendwie gefehlt, das Publikum um mich. An Menschen mangelt es hier nicht. Die Siedlung am Schlegelturm ist ein Ort, wo die Uhren noch ein bisschen langsamer ticken. Und für ein Pläuschen steht Wolfgang Elsen immer bereit, immer parat für Sorgen und Probleme. Und ich bin ja jeden Tag hier vorstellig. Ne? Und man kann mir das dann im Endeffekt eher sagen, wie wenn keiner da ist. Jeden Tag hier vorstellig. Das ist das Ruhrgebiet im Schatten des Schlegelturmes. Und gegenüber vom Rathaus und seitlich des Stadtringes gelegen. Die Siedlung am Schlegelturm wird von 2 Wohnungsgesellschaften verwaltet. Eine davon ist die VBW. Die besitzt hier die Hälfte der Wohneinheiten. Und wir haben, oh Mann, jetzt muss ich zählen, 2, 3, 5, 7, 8, 56 Wohnungen. Mit Ausblick auf einen idyllischen Innenhof mit grüner Parkanlage und Spielplatz. Und alles wird gehegt und gepflegt, als wenn der Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden direkt vor der Tür stehen würde. Blumen, Menschen und die kleinen Dinge des Alltags. Irgendetwas passiert immer. Also es geht kein Tag, wo nicht irgendeiner irgendetwas hat. Früher, als Johann Joachim Schlegel hier in dieser Ecke noch gebraut hat, war der Wohnort in der Nachbarschaft noch nicht so attraktiv. Als Hefe und Gärung ihren Duft entfalteten, blieben die Fenster alle zu. Jetzt stimmt Luft und Ausblick. Und so wie früher der Schlegel hier Tag ein, Tag aus zu sehen war, so ist es heute der Elsen. Wenn man in einer Anlage wohnt, wo man Hausmeister ist, dann hat man keinen Feierabend. Nun gilt es noch eine Sache zu klären rund um den Hausmeister. Für mich, für dich, für uns. Wolfgang Elsen ist für alle da, mit dem Motorradanhänger im Ohr, sein Hobby und dem allgegenwärtigen Hut auf dem Kopf, sein Markenzeichen. Ja, im Sommer den gestrohten und im Winter ein Winterhut, ja. Es gibt immer was zu tun für den Mann mit Hut und blauem Kittel. 70 Jahre wird Wolfgang Elsen in diesem Jahr. Eigentlich auch schon eine Sehenswürdigkeit, wie sein Nachbar, der Schlegelturm und all die Dinge, die man von dort aus sehen kann.